Herzlich willkommen bei im Doppelpack. Du, wir hatten das schon mal gesagt, du sagst mir vorher Bescheid, wenn du auf Aufnahme drückst. So nicht, mein Freund. Herzlich willkommen bei im Doppelpack. Günstiger. Heute mit der Live-Berichterstattung von Paderborn gegen FC Bayern München. Es steht 4:0. Die Nummer ist gelaufen. Was sagst du zum Spiel? Ich würde mal sagen, die Nummer ist gelaufen. Wir sind jetzt gerade in der 55. Minute. Ich glaube, da geht nicht mehr viel, oder? Das ist ein Graupenkick heute von den Paderborner. Genau, an meiner, mir gegenüber sitzt der Kuscheltommy. Der Kuscheltommy, du siehst halt so kuschelig aus mit deinem Kuscheltommy. Eigentlich muss ich doch den Tommy erst reinsagen. Ich müsste sagen, der Kuschelige. Ah, okay. Ja, jetzt tut mir an meiner Seite. Du sitzt heute nicht an Warum meiner bin Seite. Ich bin auf einmal kuschelig, auch ist noch mal eine andere Frage. Das ist ein super Start, den wir heute hier haben. Nein, das Ding ist, ich liege nämlich gerade auf Tommys Bett und Tommy hat richtig geile Kuscheldecken, sponsored by his Mother. An dieser Stelle möchte ich gerne deine liebe Frau Mama grüßen. Vielen Dank für die tollen Kuscheldecken. Deswegen bist du heute der Kuschel, Tommy, der mir gegenüber sitzt. Und heute, Black is the new Black. Stefanie, Hallöchen. Ja, ne? Sollte ich nicht Stefanie sagen? Okay, denn Black is the new Black. Stefanie. Ja, hi. Hi. Schön, dass du dich eingefunden hast. Weißt du, Tommy, ich freue mich heute total, dich zu sehen. Es kommt mir vor, als hätte ich dich ja nicht gesehen, oder habe ich dich nur 4 Tage nicht gesehen. Und das ist schon eine lange Zeit bei uns beiden. Ja, dementsprechend haben wir heute auch viel zu erzählen. Auch, weil du jetzt wieder gesundet bist? Nee, Tommy, du hattest den Männerschnupfen. Also ich höre an meiner Stimme nichts Verwerfliches. Ich bin topfit. Tommy hat auch Urlaub, muss man dazu sagen. Deswegen haben wir uns halt auch so lange nicht gesehen. Genießt du deinen Urlaub, Tommy? Ich genieße ihn. 3 Monate ist es her. Ihr müsst wissen, in Tommys Zimmer hat sich ein bisschen was verändert, denn wir sitzen heute nicht in unserem Büro, auch nicht jetzt in Wedding. Bin ich gespannt. Wir sitzen heute wieder in Friedrichshain an der Warschauer Straße. Haben das bei der Tagesbahn 69, denn das fährt doch beim Namen. Jetzt wissen doch, Gott, Tommy, du verrätst dich auch mal selber. Und in Tommys Zimmer liegt eine Yogamatte. Und jetzt möchte ich dich fragen, lieber Tommy, in deinem Urlaub, ist es tatsächlich passiert, dass du Sport machst? Ja, es ist passiert. Trixi ist Vergangenheit, jetzt ist Sport viel lustiger als eine sterbende Katze. Du, ich habe gerade Bilder im Kopf, du in der Leggings und in so einem Muskelshirt morgens hier Yoga machend. Nö, nee, der Witz ist, es war total nackt. Aber das ist zu viel Information, Tommy. Zu viel Information. Nee, es war ein Spaß, es war natürlich mit einer Sport-Leggings, mit einer kurzen Hose. Erik Prytz dabei gehört? Erik Prytz dabei gehört. Call on me. Ja. Ich sagte, die Sit-Ups gingen steil. Ja, Crunches? Heißen sie nicht Crunches? Ich habe da noch nie so richtig durchgesehen. Ich muss mich damit jetzt langsam beschäftigen, weil ich dringe langsam in diese Sphären vor. Sind es noch Crunches oder sind es schon Sit-Ups? Oder noch Sit-Ups. ich weiß es nicht, Tommy. Ich bin da zu wenig in der Materie. Nee, ich habe tatsächlich heute Morgen Sport gemacht. Nach dem Aufstehen. Ich war nicht nackt, auch nochmal für die Hörer. Ja, aber ich bin über diese Yogamatte rübergelaufen und ich würde ungern, dass da nackt... Nee, ich habe auch nicht mal geschwitzt. Dann kann es auch kein richtiger Sport gewesen sein, sind wir doch mal ganz ehrlich. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Ihr habt etwas länger auf uns warten müssen. Daran gelegen hat. Dass du Männerschnupfen hattest. Dass ich Männerschnupfen hatte. Und dass wir halt auch ein bisschen beruflich eingespannt waren. Ja, auch das. Und dass wir uns an dem Warenrepertoire von Netto nicht satt sehen konnten. Denn wir haben einen neuen Nicht-Sponsor und das ist Netto. Netto, Netto, Netto. Netto. Wir lieben Netto. Ja. Gute Preise, gute Besserung. Ja, wie sagt man das? Das ist Ratiofarm. Das ist unser nächster Nicht-Sponsor. Auch Ratiofarm ist unser neuer Sponsor. Nee, Netto ist ein toller Laden. Was sagst du eigentlich dazu? Es ist tatsächlich ein toller Laden, weil es wirklich der Laden bei mir ist, in den ich immer einkaufen gehe. Am Wochenende immer zu Lidl, aber das ist ja nicht unser Nicht-Sponsor. Aber unter der Woche gehe ich immer zu Netto. Ja, bei mir, der Netto ist halt immer eine lange Schlange. Aber das Personal ist freundlich. Das Personal ist super freundlich. Absolut super freundlich. Und super, super, super freundlich. Und in der Kühlwarenabteilung gibt es immer einen Aktionsbereich, den ich immer sehr zu schätzen weiß und dort gerne mal 1-2 Stunden verharre. Genau, und bei meinem Netto schließen sie immer Kassen, wenn es besonders voll ist. Und dann bleibt dann wirklich nur eine Kasse übrig. Also bin ich dann halt genau. Auch, ja.
Und dann hat man wirklich mal Zeit, wirklich für sich zu entspannen in der Schlange an der Kasse. Dann kann man mal wirklich Facebook checken, mal kurz Instagram checken. Man kann sich auch die abgelaufenen Produkte wirklich alle haarklein angucken und dann feststellen, ja, ich brauche noch Warzenpflaster. Ja, genau. Und dann einfach auch sagen, ah nee, das brauche ich nicht. Und dann einfach die Produkte, die man nicht braucht, neben der Kasse so einfach hinschmeißen, dass dann irgendwann die Kasse so zugemüllt aussieht. Wenn mein Lachsfilet, wenn ich das auch immer doch nicht mehr haben möchte, dann liegt es halt einfach beim Poppyfee. Warum auch nicht? Legst es zu einem Flach, zu den kleinen Schnäpschen ab. Zu den Mümmelmanns und Bohnekamps. Genau. Ja? Und neben die Kondome. An der Kasse sind jetzt immer Kondome zu finden von Durex. Ach, schön. Und daneben das Lachsfilet. Mein Gott, ist ein besonderer Flavor. Ist dann. Das unser neuer Sponsor? Nee, nach Ratiofarm wahrscheinlich. Also, ja. Nein, was gibt es noch für Nettoerfahrungen? Ja, meinst du die Aktionen in der Kühltheke, wo denn halt die Sachen so ein bisschen billiger sind? Genau, das ist die Aktions... Ja, finde ich auch gut. Da gibt es alles, was du brauchst. Ja. Von Kaffee, so gekühlten Kaffee. Emmy Kaffee Latte. Kaffee Macchiato und sowas. Ja, ja. Und ja, auch Smudgies auch gerne. Ja. Wichtig, ganz wichtig. Ja. Smudgies. Expressos, ja. Expressos. genau die. Genau. Nee, also wirklich netto... Da fühle ich mich zu Hause. Ja. Ist vielleicht auch ein anderer Werbeslogan. Aber keine große Erbsenauswahl, also Tiefkühlerbsenauswahl, da gibt es, glaube ich, nur eine Sorte. Aber wir wollen ja nicht so wählerisch sein. Ne? Wenn du Auswahl haben möchtest, dann gehst du halt zu Rewe, unserem letzten Nicht-Sponsor. Ja, zu Rewe würde ich nie mehr im Leben mehr gehen, weil Rewe ist raus. Ist raus. Der ist mir alles ein bisschen zu. Wir sind im Februar gelandet. Wo der Januar noch richtig schön warm war, ist jetzt der Februar knackig kalt. Ist schön. Wir haben halt auch heute auf Arbeit resümiert. Wir denken mal, Ende März wird es noch anfangen zu schneien. Vermutlich, ja. Und der Sommer wird wahrscheinlich dann, oder der Frühling wird erst zu deinem Geburtstag richtig beginnen, Tommy. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich muss ja auch mal sagen, ich habe jetzt in dieser Woche Urlaub und auf einmal scheint die Sonne. Eine Woche lang. Nein, Moment, wir haben heute Dienstag. Und es soll die ganze Woche die Sonne scheinen. Und es ist der zweite Tag erst. Wir, ja, wir haben morgen soll die Dinge, Sonne scheinen. Und Donnerstag soll die Sonne scheinen und Freitag soll die Sonne scheinen. Tommy, das ist perfekt, oder? Für mich ist es irgendwo perfekt, aber auch halt arschkalt, weil in der Geografie ist ja auch bekannt, dadurch, dass diese schützende Wolkenschicht ja auch die Wärme dämmt, deswegen ist es bei uns arschkalt. Weil halt diese Wolkenschicht fehlt, die dafür sorgt, dass die Wärme am Boden bleibt und nicht weg in die Atmosphäre entschwindet. Frag mich mehr bezüglich Geografie. Ich sehe deinen Blick. Ich hatte 9 Punkte im Geo-Abi. Sage ich so, wie es ist. Du bist auch der Typ, der die 11 Minuten bei Parship runterzählt, oder? Oh nein. Liebe Hörer, das wird halt, glaube ich, eine beefige Runde, aber ich werde das jetzt einfach ausführen. Diesen Spruch hat Stefan in der letzten Woche schon gebracht. Nee. Und ich glaube, du hast einfach darauf gewartet, diesen Spruch heute zu bringen. Ich habe den heute schon Nora erzählt und sie hat sich weggeschmissen. Den habe ich mir selber ausgedacht, den Spruch. Ja. Ja, ich habe zu viel Freizeit wahrscheinlich. Wie lange geht denn das Probeabo bei Parship? 10 Minuten? Und nur alle 11 Minuten verlieben sich welche. Ja, ja. Kluge Marketingstrategie. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir sind drin in der Folge. Herzlich willkommen nochmal, liebe Hörer. Moment, ich muss mal kurz noch mein Faxe-Bier holen. Ich bin ja schon sehr froh, dass du heute nicht gerülpst hast. Noch nicht, kommt aber noch. Ja, das kann gut sein bei dem Bier, auf jeden Fall. Da wollen wir mal anstoßen, ne? Wir haben es ja lange nicht gesehen. Ja. Stößchen. Ich fühle mich wie ein richtiger Wikinger. Ja, so siehst du auch aus. Fehlt nur noch der Bart und eigentlich generell überhaupt ein bisschen mehr Männliches an dir. Also so was lang. Ist denn jetzt bei dir kaputt gelaufen? Nee, Wikinger sehen doch aus wie Tiere. Also so mit langen Zähnen. Ich sehe nicht aus wie ein Tier oder was? Nee. Das ist dein Problem. Du siehst sehr handsam aus, Ton. Heute siehst du sehr gemütlich wieder aus. Eine tolle Folge. Ich habe gesagt, es wird eine beefige Runde und ich glaube, das ist doch jetzt kein Thema, oder? Beef. Unser Thema ist Beef. Beef. Nee, kein Thema. Machen wir nicht. Beefy muss mit. Wir haben heute hier ein Name-Dropping, ein Markennamen. Ich glaube, unsere Sponsoren werden sich um uns reißen. Unsere Nicht-Sponsoren. Ich auch. Ja, auf jeden Fall. Wo schreiß ich denn gar nicht auf? Tommy? Ach nee, doch. Ey. Ja, das wird lustig heute. Das wird irgendwie, ich glaube, ich habe ein Gefühl, das ist eine interessante Folge heute. Tommy hat auch einen neuen Nachtschrank in Türkis. Jetzt reiß dich mal zusammen. Aus Blech. Ja.
nicht aus Eisen oder Stahl, sondern aus Blech. Ja, nee, ich also Flauschedecke, also irgendwie... Ich möchte nochmal kurz dazu sagen, dass ich diesen türkisen Nachtschrank, der durchaus fraulich ist, von meiner Mitbewohnerin übernommen habe und noch in der Entscheidungsphase bin, ob ich den weiterhin behalte. Bisher stellt er sich ganz gut an, denn, und jetzt machen wir mal den Schwank zu dem, was wir erlebt haben in den letzten Wochen, ich habe den Super Bowl in meinem Zimmer veranstaltet. Okay. Natürlich fange ich an. Ja, gut. Ich habe ja auch was zu erzählen. Auf jeden Fall steht dieser Schrank dort, weil er die perfekte Höhe hat, um dort einen Beamer drauf zu positionieren. Und wir haben uns am Sonntag hier eingefunden in einer Runde von 8-9 Leuten. Hier in deinem Zimmer, 8-9 Leute. Haben hier geguckt? Ja, ja. Circa. 8-9-7, ja, vielleicht 7-8. Habt ihr euch gestaffelt oder was? Ja, du. War nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Okay, too much information. Wir haben alles gehabt, was man haben muss für so einen Super Bowl-Abend. Also ich nehme ja jedes Jahr zum Super Bowl eine Woche frei. Und in diesem Jahr haben wir wirklich, glaube ich, zu einem richtigen Fest das Ganze lassen werden. Und zwar haben wir einen Fleischwolf da gehabt. Wir hatten Rinderbug da. Ich wusste gar nicht, dass es Rinderbug gibt. Was ist Rinderbug? Ja, ich vermute Arsch. Weil Bug, also Backboard, gibt es ja auch noch. Aber ich weiß nicht, was Backboard, vielleicht ist Backboard auch hinten. Na, Bug, weiß ich nicht. Backboard heißt doch links in der... Na genau, der Backboard ist Sprache. Links und Bug ist dann hinten vielleicht. Also ich vermute, es ist Arsch, Rinderarsch. Da hat man noch Rinderschulter und das haben wir alles durch den Fleischwolf gejagt. Ja. Dann hatten wir schön geiles Rinderhackfleisch. Einen Burger selber gemacht. Burger selber gemacht. Oh, geil. Genau, dann haben wir noch Coleslaw da gehabt, selbstgemachten. Dann Chicken McNuggets habe ich in der Insta-Story gesehen. Chicken Nuggets habe ich sogar selber paniert. Also da ging einiges. Achtung, Pfostenschuss bei Bayern gegen Paderborn. Ja, gibt aber nur Abstoß. Genau. Das ist live. Oh, Scheiße. Steffi, hör auf zu husten. Nee, der Huster war so männlich, der kann nicht von mir gewesen sein. Was habt ihr noch? Genau, habt ihr Pommes gehabt? Genau, Pommes haben wir selber gemacht. Genau. Und dann hatten wir noch einen American Cheesecake, den eine sehr gute Freundin gemacht hat. Lass mich raten, es war ein amerikanischer Abend. Es war ein so amerikanischer Abend, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich möchte dich kurz was fragen. Wie lange ist das? Jetzt ist das mir klar, dass du den Super Bowl guckst, weil es ist ja ähnlich wie Valentinstag oder Halloween, was rübergeschwappt ist sozusagen nach Europa und Deutschland. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch mein bester Freund Jens und der weltbeste Autofahrer auf der Welt hat den Super Bowl geguckt. Der noch keinen Führerschein hat. Und das ist ein Thema aus 2017, wie wir bereits wissen. Hat das auch geguckt und ich kann ja damit irgendwie überhaupt nichts anfangen, weil ich irgendwie denke so, hast du denn auch die ganze Saison geguckt? Nein. Aber warum denn dieser Super Bowl? Ich meine, erstens gibt es 385 Regeln. Weil Justin Timberlake da ist. Ja, 15 Minuten spielt jetzt. Da kommen wir auch gleich dazu. Nein, aber 385 Regeln, die versucht hat, mein weltbester beste Freund mir zu erklären. Und ich nach Regel 2 einfach schon gesagt habe, nee, lass es, komm, verstehe ich nicht das Spiel. Und es wird halt auch ständig mal abgebrochen, das Spiel. Ist ja nicht mein Fluss. Ja, na doch, es ist schon geil. Ich muss mich auch erst reinfinden. Ich glaube, ich gucke seit 5-6 Jahren oder so. Mhm. Aber ich gucke nicht die Saison. Das ist einfach... Die Playoffs. Ja, Playoffs und Divisional Playoffs und was weiß ich. Und Wildcard Games und so. Ich weiß, dass es die gibt, aber... Da bin ich schon wieder raus. Interessiert mich halt auch gar nicht. Ja, okay. Also mich interessiert nur der Super Bowl und das Event, was man halt daraus macht. Und ja, in diesem Jahr war es eine perfekte Veranstaltung. Sorry dafür, aber mein guter Freund Ulrich eingeschlafen, schon in der Halbzeitpause. Er lag hier, dort wo das Mikrofon gerade steht, also direkt neben meinem Bett, gebettet von zwei Kissen. genau, und Tommy macht natürlich seine schönen Fotos. Ja, ungefähr eine halbe Stunde später saß ich auf diesem Stuhl und bin auch eingepennt. Kurze Frage, wie lange geht da so eine Halbzeit? Es sind Viertel. Oder also es gibt vier Viertel und die gehen, glaube ich, 15 Minuten. Jeweils immer 15 Minuten? Genau. Also geht das Ganze einfach nur eine Stunde oder was? Naja,
Der Super, also so ein Spiel geht nur eine Stunde. Genau, aber dann gibt es ja immer noch diese Pausen. Manchmal läuft die Zeit weiter, manchmal läuft die Zeit nicht weiter. Das ist sehr, sehr umfangreich. Und es hat doch erst so Mitternacht angefangen, oder? Es hat 12:30 angefangen. Und dann ist es passiert, dass, keine Ahnung, 14:30 oder so, die Halbzeitshow war, glaube ich. Und ich glaube, gegen 16:30 war es dann vorbei. Oh, what? Echt? Genau. Tommy, willst du dich mal auf uns konzentrieren oder auf Bayern? Ich habe gedacht, da wäre gerade ein Tor passiert. Aber ich habe doch alles gerade erzählt, auch flüssig, würde ich mal sagen. Naja, kurz zum Ende hin hat es kurz gestockt. Also ja, okay. Nee, ja, auf jeden Fall, es war für mich eine perfekte Veranstaltung. Es hat super gut alles funktioniert. Du musst dir vorstellen, mein Fernseher mal 12 über dem Fernseher und dort war der Beamer dran und es war einfach ein Fest. Ja, ich glaube, also was ich daran gut finde, so Freunde einladen, richtig geil zusammen kochen, also wirklich so geiles Essen machen, das finde ich ziemlich cool. Wie Burger, selbstgemachte, durch den Fleischwolf gedrehte Burger, finde ich, ich glaube, das ist ein schönes Happening, aber ja, dann sitzen alle halt vorm Fernseher und gucken dann irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, ja, ich glaube, das im ist... Im Endeffekt waren die Girls die am meisten noch gequatscht haben. Die ganzen Boys sind alle weggepennt. So wie es immer ist. Aber war schön. War cool. Ja. So, jetzt fängst du an mit deiner ersten Story aus den letzten 3 Wochen. Was ist mit deinem Geburtstag? Hatten wir den schon thematisiert? Nee, gar nicht. Meine Party nicht, ne? Die stimmt. Meine Stage is yours. Genau, die ich hatte da irgendwie ein paar Tage nach meinem Geburtstag eine Party geschmissen. Die lief unter dem Motto Sex in the City. Oh Gott, ist das schon so lange her. Einzelheiten. Was sehr schön war und was ich nicht wusste, und weil da auch noch eine Überraschung auf mich wartete, ich sollte um 16 Uhr bei meiner lieben Freundin Suse sein, weil sie hat den Geburtstag sozusagen bei sich in der Wohnung ausgerichtet. Und ich war ein bisschen zu früh dran, weil ich dachte, ich brauche bei Kaufland ein bisschen länger, habe noch ein paar Sachen besorgt. Und ich durfte nicht ins Wohnzimmer rein. Ich habe aber im Flur gesehen, ein mir bekanntes Paar Schuhe. Und das Schuhpaar kannte ich und war die Maria schon da. Und Suses Mann Sven meinte so, Steffi, ich muss dir mal ganz dringend was im Arbeitszimmer zeigen und hat mich dort halt so festgehalten. Und was ganz schön war, als ich dann wie bei Weihnachten als Kind dann ins Wohnzimmer rein durfte, haben sie es halt vollständig im Motto Sex in the City dekoriert, was total schön war, also mit Pompons und Ballons mit Glitzer drin. Sie haben Fotos ausgedruckt der Serie in Rahmen, also so einen Rahmen gemacht und an die Wand gehangen. Eine Tafel, so wie ich es mir gewünscht habe, so mit einer weißer Tischtuchdecke, so Lichterkette war noch drauf, Kerzenständer in rosa und weiß. War total richtig schön. Es gab Cosmopolitan zu trinken, wirklich auch so in den schönen Martini-Gläsern. Es war ein runder Geburtstag, jeder hatte sich schick gemacht. Tommy, du kamst etwas zu spät, aber... Ich hatte doch mein Jackett an. Dein Jackett und ein weißes Hemd hattest du an, genau. Und, wie es sich für Mr. Big gehört. Ja, auf jeden Fall. Nein, es haben sich wirklich auch alle so gekleidet, weil das Motto wurde auch ernst genommen. Das fand ich echt schön. Wir sahen auch wirklich alle sehr gedressed aus, fand ich. Also wirklich so alle sich schick gemacht. Wie lange ging's? Bis um 3, ich glaube so 3:30 oder um 3 war ich dann irgendwie zu Hause. Schöne Geschenke geschenkt bekommen. Einen Tag im April habe ich von dir Jack und Kendra geschenkt bekommen, wo ich noch nicht weiß, was mich dort erwartet. Wir auch nicht. Tommy. Nein, also schöne Geschenke gehabt, wirklich meine liebsten Freunde waren da. Es war ein wirklich wunderschöner Abend. Was noch passiert ist in den letzten 3 Wochen, ich bin mal wieder auf Reisen gegangen und zwar, genau, ich war in meiner... Ist das nicht eigentlich ein Wechsel? Was? Ne, für was? Was jetzt? Ne, ich habe doch zu dir abgegeben, damit du was erzählst. Ja, ich war und noch... Und jetzt bin ich ja eigentlich dran. Ich muss noch mal in die Podcast-Guidelines gucken. Ah, stimmt, du hast recht. Tommy, gab es noch etwas in den letzten 3 Wochen, was du erlebt hast? Ich war mit meiner Freundin im Maxi-Gorki-Theater. Max, ich weiß jetzt, dass es Maxim Gorki heißt. Maxim Gorki? Oh, scheiße, ich hab's vergessen. Es ist nicht Maxi. Und ich wusste, Maxi, nein, es heißt nicht Max Gorki, es heißt Maxim Gorki. Gut. Das stimmt, der gute alte Schriftsteller. Ich habe viele Bücher von ihm gelesen.
Du hast in deinem Zimmer hier kein einziges Buch, Tommy. Die sind alle in den Kästen drin. In welchen Kästen? Na da, in den schwarzen unterm Fernseher. Sieht nicht so aus, weil sie halt schwarz sind und sieht blickdicht, aber da sind auch Bücher. Ich will jetzt da nicht reingucken, das ist Privatsphäre hoch 1000. Von daher, was habt ihr euch angeguckt? Wir haben uns Small Town Boy angeguckt. Das ist irgendwie ein Stück, was seit 2016 aufgeführt wird und nur unregelmäßig mittlerweile gespielt wird. Und total meins. Es war total super. Oh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Ich rede einfach mal so weiter und mache den Frosch nicht weg. Oder, doch, ich mache ihn weg. Einen Moment. Das ist live. So, der Frosch ist weg. Auf jeden Fall war es genau nach meinem Geschmack. Ich war seit ungefähr Schulzeit nicht mehr im Theater. Ich wollte immer wieder gehen, aber wir hatten irgendwann beschlossen, dass wir ins Theater gehen. Und 4:0 immer noch. Und es fing halt so an, dass halt so zwei sich vor der Bühne so ein bisschen über die letzte Nacht quasi ausgemehrt hatten. Und da hatten dann die zwei Kerle was. Und das war dann so... Gestern hat es dir gefallen, und der hat so, ja, und genau, im Endeffekt war es halt auch ein Stück, wo das über Homosexualität gehandelt hat, und ich denke mal, das war damals, hier, als diese ganze Homo-Ehe und sowas quasi ins Rollen gebracht worden ist, und auch Olle Putin meinte irgendwie, ja, nee, ich verbiete das in Russland, und so, wo es halt mega das präsente Thema war. Ja. Und da haben sie halt ein sehr kritisches Stück draus gemacht. Und dann ging es los und dann war diese Drehbühne dort und dann hat halt einer der Schauspieler einen Song gesungen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song. Ich würde fast sagen U2. Ich hatte in letzter Zeit viel zu viel U2, aber es war nicht U2. Oder war der Schluck auf? Keine Rülps. Und nee, dann ging es halt los, dass sie halt irgendwie erstmal ein Musikstück gespielt haben und... Das war ziemlich cool. Das war halt immer so ein Misch, dass immer wieder irgendwie ein Song aufgetaucht ist. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Aber es war jetzt nicht so Musical-like? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also es war schon so mit Handlung. Also Musicals haben auch Handlung, aber es war halt... Das war ein Theaterstück mit Handlung? Mensch. Ein Theaterstück mit Handlung. Das hat man heute selten. So lang raus. Nee, aber es war richtig, richtig cool. Ging, weiß ich nicht, über 2,5 Stunden circa. Es war schon echt lang, es gab keine Pause. Boah. Krass. Aber ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder theatermäßig am Stissel. Du hast ein Stück gesehen. Vielleicht gucke ich ja bald wieder eins. In Maxi Gorki? Im Maxi Gorki Theater. Wer kennt das nicht? Aber nee, es war wirklich so eines meiner Highlights der letzten Jahre. Wow, mein Gott, so philosophisch heute, Tommy. Ich guck mal kurz in die Dolper günstiger Guidelines. Du bist dran. Genau. Ich bin mal wieder auf Reisen gefahren und zwar bin ich am Wochenende in Leipzig gewesen und mit dieser Stadt verbinde ich wirklich sehr, sehr viele schöne Momente. Dann, ich war in meinen Mitzwanzigern, also quasi gestern, ziemlich oft da, weil eine liebe Freundin dort für lange Zeit mal gewohnt hat und ich halt immer mal wieder dort war, sie zu besuchen und mich schon dort in diese Stadt verliebt hatte. Und jetzt am Wochenende mal wieder hin bin und merkt hat, wie die Stadt sich auch inzwischen verändert hat. Es gibt auch Hipster in Leipzig inzwischen. Leipzig, sagt man doch. Leipzig? Mhm. Das ist schon wieder an mir vorbeigegangen. Und man muss ganz ehrlich sagen, also ich finde so Leipzig und vielleicht noch Hamburg, die zwei Städte neben Berlin, wo ich sage so, ja, da geht, das würde ich noch so... Da geht was. Da geht was, ja. Auf jeden Fall. Nee, das war auf jeden Fall sehr schön. Und was ich wirklich sehr, sehr an Leipzig schätze, es ist halt nicht so aufgesetzt wie Berlin. Es ist nicht so oberflächlich für Berlin. Die Leute sind nett. Ich weiß nicht, also ich empfand das richtig schön. Grüße nach Leipzig an dieser Stelle. Das war dein Plädoyer für Leipzig? Das war mein Plädoyer für Leipzig, genau. Ja. Oder ich meine, was du für Saarbrücken und Cottbus empfindest, mein lieber Tommy, empfinde ich für Hamburg und für Leipzig. Und für Leipzig direkt. Ja. Tommy ist heute Multitasking hier, absolut. Wahnsinn.
Wir sind bei 25 Minuten. Wir überziehen heute maßlos. Kein Thema, oder? Das ist kein Thema. Genau. Warst du schon mal in Leipzig, Tommy? Ja. Auf dem Weihnachtsmarkt war ich vor 3 Jahren, glaube ich, mit meinen besten Freundinnen. Kennst du da jemanden, der dort wohnt? Ja, ich kenne den einen oder anderen, aber nicht, dass ich mit denen halt eine engere Beziehung hätte, dass ich die halt öfter dort besuchen müsste. Und wusstest du, der ICE fährt inzwischen 1 Stunde und 15 Minuten? Das fand ich krass. Als ich gehört habe, dass das so schnell geht. Ist 0, nichts bist du da. Ist ja fast schneller als Dresden. Das ist ja wie von Wedding nach Potsdam. Ja, oder von hier zu meinen Eltern. Stimmt. Nee, es ist wirklich so zurück zu. Ich habe 19.15 Uhr den Zug genommen und war 21 Uhr bei mir in der Wohnung zu Hause. Ja, das ist natürlich. Das ist ein Katzensprung, ne? Das ist tatsächlich wie von dir nach Eichwalde, von mir bis nach Potsdam. Ja. Einmal quer durch Berlin. Da bist du auch bei 1,5 Stunden. Das ist krass. Nee, also auf jeden Fall ein schönes Wochenende gewesen, schöne Erinnerung und. Wir wollten übrigens mal nach Leipzig fahren im Zuge unserer. Reise. Wollten wir nicht nach Amsterdam? Also, und da, wo ich mich alleine lassen wollte. Nach Leipzig wollten wir und wir wollten auch nach Amsterdam, ja. Naja, können wir auch machen. Ist ja bald wieder Frühling. Im Juni. Mir ist die Jahreszeit total egal. Hauptsache, du nimmst die Zeit für mich. Tommy, als wir nach Amsterdam wollten, hast du gesagt, mir ist egal, was du machst. Also ich habe da meinen Plan. Jetzt auf einmal in Leipzig willst du Zeit mit mir verbringen? Ja. Ja? Wir müssen, das müssen wir tatsächlich mal machen. Das müssen wir tatsächlich demnächst mal machen. Dann haben wir noch viel mehr zu erzählen. Auf jeden Fall. Wenn wir uns erinnern können. Weil wir wissen, Content is King. Was ist noch passiert, Tommy? Was ist noch passiert? Natürlich, Tina York ist Königin geworden. Nein. Na doch. Das war Jenny. Jenny ist Dschungelkönigin geworden. Ach scheiße, stimmt. Jenny, Tina York ist Dritte geworden und Zweite ist Daniele. Prost doch mal. Ja. Guten Morgen, Tommy. Ach, scheiße. 2 Tage Urlaub und du bist schon fix und fertig. Und sogar ich. Stimmt. Ich habe eine. War felsenfest gerade die Überzeugung, als ich ausgesprochen habe. Ich habe eine Folge von Dschungelcamp gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte einen Flüsterer, der mir ein paar Infos gegeben hat, damit ich mitreden kann über die Folge, weil ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was sagt Nora? Oh Gott, du wusstest, dass es Nora ist. Nee, Nora hat mich noch ein bisschen gebrieft. Wir haben heute noch ein bisschen gesprochen und auch letzte Woche, bevor wir in Chagall gegangen sind, sie meinte so, komm Steffi, ich gebe dir noch mal ein paar Insights, dass Jenny ganz hoch gehandelt wird und auf Twitter tatsächlich die beliebteste war. Hey, zu mir hat sie gesagt, Tina. Nee, stimmt, Tina. Tina war sehr beliebt, aber Jenny war auch hoch im Kurs. Und wir erinnern uns an die Folge vor 3 Wochen. Ich war ja der festen Felsen Überzeugung, Natascha Ochsenknecht wird es. Du warst ja Ansgar Brinkmann. Brinkmann wird es. Doch, das hast du gesagt. Ja, okay, vielleicht. Siehst du? Und Tina York, das war doch die ganze Zeit irgendwie rausfolgt und da immer so einen auf die Tränendrüse gedrückt hat, oder? Ja, aber die war am Ende richtig cool. Die war halt einfach eine richtig, richtig geile, entspannte Person. Ich hätte es mir gewünscht, dass sie am Ende auf dem Thron sitzt und dann, ja schön. Bin ich Dschungelkönigin, obwohl die ganze Zeit raus wollte. Aber die waren cool. Die waren einfach richtig, richtig cool. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum sie da drin ist. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie ist die Schwester von, sie ist ja auch eine Sängerin, sie ist ja die Schwester von Mary, York? Nee, keine Ahnung. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich diese Sendung nicht gesehen habe, weil ich 80% der Teilnehmer überhaupt nicht kannte. Und ich habe es mir ja wirklich felsenfest vorgenommen, aber ich konnte es nicht, Tommy. Ich habe eine. Keine Folge gesehen? Eine, irgendwann Samstagnacht, als mir langweilig war, habe ich dann die Folge gesehen, wo Tatjana Xell über ihre Verflossenen gesprochen hat. Der eine war alkoholabhängig, der andere war sexsüchtig und so. Ja, war Schönheitschirurg. Ja, genau, der lebt ja auch nicht mehr. Ja, war. Genau. Wo sie mit Natascha Ochsenknecht am Feuer nachts gesessen hat und man diese Schwarz-Weiß-Aufnahme gesehen hat, wo sie von ihren Verflossenen geredet hat. Das war die aller einzige Folge. Und ich muss auch sagen, meine Ekelgrenze ist relativ niedrig, deswegen kann ich diese Sendung nicht sehen. Ich muss halt genau bei der Dschungelprüfung immer wegschalten, weil ich dann immer Würgereiz kriege. Wirklich. Ich finde das fürchterlich. Ja, es gab sehr viele, viele Tiefen wieder. Also ich meine. Die Einschaltquoten sollen auch nicht ganz so gut gewesen sein. Nee, wahnsinnig. Habe ich heute im Berliner Fenster in der U-Bahn gelesen. Hm. Aber die Folge für 2019 oder die Sendung für 2019 ist schon gesetzt. Ah, trotz okay. Sinkender Einschaltquoten. Ja, gut, das können sie nicht. Die können nicht das Dschungelcamp. Was sagst du so? Aber es war für mich einfach wieder mal nicht spannend genug, weil ich glaube, man hat schon alles gesehen. Ich glaube, damit
da mal wieder Pfeffer reinkommt oder was, weiß ich nicht, da müssen welche irgendwie welche? Im Camp. Sind wir heute kein Artikel? Ich bin im Urlaub. Da müssten wahrscheinlich irgendwelche Dschungelteilnehmer im Camp pimpern, damit da irgendwie wieder ein bisschen Pfeffer reinkommt. Ja, aber die haben ja keine. Alles gehabt. Die haben ja keine Kraft für Sex. Woher sollen sie es nehmen? Die ja, vielleicht von dem Krokodilpenis, den sie vorher gefressen haben? Ist das so? Irgendwie gibt das so. Das bestimmt sehr viel Eiweiß und sehr viel. Ordentlich Tinte auf dem Fleisch. Aphrodisierende. Wenn du es nicht auskotzt. Wenn du es nicht auskotzt. Nee. Nee, aber es war halt wirklich. Ich fand, es war besser anzusehen als die Staffel letztes Jahr. Auch wenn ich sehr viele Folgen auch nicht gesehen habe. Aber für mich war so ein kleines Highlight der Daniele. Mit dem sie halt aber auch Scheiße abgezogen haben. Zigaretten und Ordnungsnazi. Ja, Zigaretten. Der ist ja der Raucher vom Herrn. Und es gab, glaube ich, von den 12 Teilnehmern 4, die geraucht haben. Dann hat sich das irgendwie runtergekürzt, dass nur noch 2 im Camp waren, die geraucht haben, oder 3. Und dann muss man ja jede Nacht immer 2 am Lagerfeuer haben, die darauf aufpassen, dass es nicht ausgeht. Wie lange ist denn diese Schicht? Wie lange müssen die da sitzen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann gerne mal fragen. Also, die müssen auf jeden Fall ein Weilchen sitzen. Und genau, dann hat die eine Nacht nur Tina am Feuer gesessen und Daniele sieht es und sagte, ey, das ist doch schon wieder ein Regelverstoß. Wenn ihr nicht zu zweit da sitzt, dann kriegt ihr keine Kippen. Deswegen war der immer so ein Ordnungsnazi, oder was? Deswegen wollte er, dass die Leute am Feuer sitzen. So. Und dann am nächsten Morgen kriegen sie natürlich ihre Strafe und die Strafe war, es gibt keine Kippen. Macht natürlich RTL auch klug und setzt natürlich den Fokus, den Hassfokus auf Daniele, beziehungsweise dass er halt diesen Hass propagiert. Und oh, Psychotherapie. Der ist dann richtig abgegangen. So, RTL, es kann ja nicht sein, dass wir dass die Raucher bestraft werden, aber der Rest nicht. Und hat sich da übelst ein abgemeckert und wurde auch sehr aggressiv. Genau, und dann denkt man ja halt so, ja ey, wenn er so aggressiv und so aufbrausend wird, ja, dann wird es halt vollkommen sich wieder in Wege leiten, dann sitzen am nächsten Tag zu zweit am Feuer. Nächste Nacht passiert, sitzt gar keiner am Feuer. Die haben den also richtig... Oh mein Gott, richtig auf Nikotinentzug. Auf Nikotinentzug gesetzt. Und das war für mich so eines der Highlights, zu sehen, wie er so und dieser ganzen... Zigarettensucht leidet. Ich habe noch eine Frage an dich und Tommy. Du erinnerst dich ja an unsere Podcast-Folge Prominent sein. So, ne? Wollen wir prominent sein? Würdest du, wenn du prominent bist, ins Dschungelcamp gehen? Ich würde auch, wenn ich nicht, also ich würde jetzt auch ins Dschungelcamp gehen. Du würdest reingehen? Nee, klar. Wegen dem, also ich meine, die kriegen ja eine bestimmte Summe an Geld. Der Gewinner kriegt dich, glaube ich, am meisten. Wenn du abbrichst, kriegst du zwar auch Geld, aber nicht ganz so viel. Aber du würdest das machen? Du würdest das machen? Jo. Echt? Ich würde es machen. Ich würde es auch nicht für 200.000 machen. Ich würde es sogar für 150.000 machen. Oh, du bist ja billig. Nee, aber ich meine, es ist halt irgendwie... Ich finde es eigentlich super spannend. So mal 2 Wochen lang ohne Fernsehen. Digital Detox. Genau, ohne WhatsApp, ohne irgendwas. Und nur einfach mit einer Gruppe Menschen zusammen zu sitzen und einfach sich das Ganze mal... Die volle Breitseite halt einfach zu geben. Oh Gott, ich ja. Das übrigens, also ich meine, diesen ganzen Fischaugenscheiß essen und Krokodilpenis, das muss ich nicht haben, brauche ich nicht. Ich brauche auch keine Schlangen, die irgendwie auf mich raufgefüllt werden. Ja, oh Gott, ich kriege Gänsehaut, ey. Oder in irgendwelchen dunklen Dingern sein, aber ich finde es einfach mal geil, von allem komplett abzuschalten. Ich glaube, daher würde ich jetzt Dschungelcamp ganz geil finden. Und vielleicht würde ich auch nicht in jede Dschungelprüfung reingewählt werden. Naja, ich glaube... Es sei denn, ich zeige meine passive Aggressivität. Ich glaube, du musst so ein stiller Typ sein, so unauffällig. Und dann wirst du auch nicht reingewählt. Aber das kannst du nicht, Tommy. Du bist eine Rampensau, wie wir wissen. Wenn da jemand ja, Stimmung macht... Eine Rampensau mit mir in Verbindung. Nein, aber du bist so ein Stimmungsmacher, Tommy. Du würdest da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein und für Stimmung im Camp sorgen. Glaube ich auch ganz gut mal so anzicken. Das kann ich glaube ich auch ganz gut. Echt? Das würde mich dann auch, glaube ich, wenn jemand zickt, zicke ich mit. Manchmal. Ich würde es gucken. Ich würde nicht reingehen. Also nee, ich hätte da keinen Bock drauf. Aber ich will ja auch nicht prominent sein. Aber ich würde es gucken, Tommy. Und ich würde für dich anrufen. 5:0 FC Bayern. Wer war's? Arjen Robben.
Ach, der ist immer noch dabei? Der ist immer noch dabei. Hat noch genauso viele Haare wie mit 25. Ja, naja, auf jeden Fall war das Dschungelcamp besser als letztes Jahr, aber auch nicht mehr so weltbewegend. Da passiert halt einfach, wie gesagt, nichts mehr, was den Zuschauer schockt. Und müssen wir immer noch geschockt werden? Müssen die Zuschauer immer mit... Ja, wir müssen noch geschockt werden, verdammt. Ja, das Love Island. Ich wurde geschockt. Love Island, Adam und Eva, ja, wir brauchen nackte Formate. Wir brauchen, das Privatfernsehen muss abliefern. Und genau, da wollte ich jetzt nämlich nochmal einsteigen. Genau. Und zwar ist meine größte Hoffnung für dieses Jahr Love Island natürlich. Das wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine Sonderfolge. Das kannst du wissen, dann kannst du dir schon einen Timer für stellen. Ach was, echt? Ja. Love Island, da freue ich mich schon drauf wie ein Schnitzel. Und mein neuester Leckerbissen aus dem TV ist Get the Fuck Out of My House. Oh ja, das läuft gerade, ne? Oder das läuft gerade, ist auch schon vorbei. Ich habe, glaube ich, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, habe ich mir zwei Folgen a 120 Minuten gegeben. Es ist der Wahnsinn. Kannst du noch mal kurz umreißen, worum es geht? Okay, ich versuche es noch kürzer zu halten als letztens im Chagall. 116 Quadratmeter, 100 Menschen werden in diesem Haus eingesperrt, haben nur einen Balkon zur Verfügung, dürfen nicht in den Garten. Wer das Haus verlassen will, kann das Haus verlassen. Der Letzte, der übrig bleibt, kriegt 100.000 Euro. Und man hat einen Vorratskeller am Anfang gefüllt, man hat 5.000 Euro und das halt für 100 Leute einzuteilen. 116 Quadratmeter für 100 Leute? Genau, die haben überall geschlafen, wo es nur so geht. Und Gott. Die haben richtig sadistischen Scheiß gemacht teilweise. Also es war auch, finde ich, ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Oh, irgendwann haben sie die Zahnbürsten weggenommen. Oder vereinzelt Zahnbürsten weggenommen. Aber das war wieder mal was Neues. Wo lief das? Wieder frischen Wind auf ProSieben. Ja. Nach Fort Boyard, vor 20 Jahren, haben sie wieder eine klasse Reality-Show gebracht. Ach, darum ging's, ey, das ist ja, also ich wusste, dass es um, ich dachte, es wäre um das Haus gegangen, dass jemand sozusagen das Haus denn gewinnt, so irgendwie, keine Ahnung. Aber 100 Menschen auf 116 Quadratmeter, boah, das ist pervers. Wer macht sowas? Für 100.000 Euro? Einige waren auch drin, die sicherlich mehr als einen Quadratmeter Platz einnahmen. Genauso, wie ich dir gesagt habe, meine ich das. Ja. Diese Woche fängt Germany's Next Topmodel an. Ja, kein Thema, gucke ich nicht. Ja, das war mir klar. Ich hab's die letzten Jahre auch immer nur so sporadisch verfolgt. Und diesen Donnerstag trifft es sich, dass ich meine liebe Freundin Suse von Arbeit abhole und wir uns mal die erste Folge angucken wollen am Donnerstagabend. Ich werde berichten. Adam und Eva läuft doch bestimmt auch noch mal dieses Jahr, oder? Adam und Eva. Das ist doch, wo sie die alle nackt sind, ne? Das ist scheiße. Ist das mit Promis oder ohne Promis? Mit Promis gemischt. Ach so, ich verwechsel immer Love Island und Adam und Eva. Naked Attraction ist das, wo sie sich in der Show. Ah, okay, gut, jetzt kriege ich das alles zusammen. Undressed ist das, wo sie sich nackt kennenlernen. Und Naked Attraction ist das, wo sie Stück für Stück sich ausziehen. Privatfernsehen, ne? Das ist nicht meine Hausnummer. Kein Thema für mich. Hast du sonst noch ein Thema? Wenn ihr ein Thema für uns habt, schreibt uns auch eine E-Mail an doppelpack@gmail.com mit OE. Ich mache das jetzt schon mit, auf jeden Fall. Dschungelcamp Fazit. Ich weiß nicht, hättest du gedacht, dass Jenny es wird? Irgendwann schon, tatsächlich. Also, Die Schwester von der Katzenberger, oder? Genau, und die Tochter von der Katzenberger, die letztes Jahr im Dschungelcamp war. Die Tochter von der Mutter. Ach, die Mutter war auch drin? Nee, die Mutter von den beiden Katzenberger-Schwestern war letztes Jahr im Dschungelcamp. Die Schwarzhaarige, ne? Genau. Stimmt. Siehst du, fragt man sich ja, wer nächstes Jahr ins Dschungelcamp geht. Die Katzenberger? Nee, die wird das nicht machen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Weißt du eigentlich, was der Gewinner bekommt an Geld? Bei was? Bei Dschungelcamp? Ich denke nichts. Der Gewinner? Die bekommen doch Kohle. Kriegen wir so ein Zepter, das ist gut, oder? Nein, Mann, die gehen doch wegen dem Geld dahin. 6:0, das Spiel ist aus, wir haben das 6:2 verpasst. Tommy, die gehen ja auch wegen dem Geld dahin, die kriegen einen sechsstelligen Betrag, glaube ich. Echt? Die kriegen natürlich Kohle, Ja, die kriegen Kohle, das weiß ich ja, aber die kriegen noch nicht, also ich glaube, für den Sieg kriegen sie nicht nochmal extra Geld. Doch, wenn du als Gewinner rausgehst, dann kriegst du natürlich. Echt, ja. Ohne Spesen nichts gewesen.
geil, das ist genau meine Veranstaltung, da möchte ich auch gewinnen. Ja, wobei ich möchte sowieso gewinnen. Egal, ob ich Geld dafür bekomme. Ja, das stimmt, für dich ist ja alles eine Challenge. Ja. Haben wir sonst noch was? Noch ein Thema? Da ist er. Nee, Tommy, echt jetzt schon? Doch, nee. Da ist sie. Wir sind bei Minute 40, was willst du? Das ist. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn die Kulturkatze auf einmal hier. Ich denke, sie heißt Trixi. Die Kultur Trixi? Wir haben letzte Folge. Sag mal, weißt du überhaupt noch, über was wir letzte Folge. Trixi genannt? Ja, wir haben sogar Ghetto-Faust drauf gemacht. Dass das Ding jetzt Trixi sein und du musstest mich erst überreden. So. Sag mal, was macht dein Kurzzeitgedächtnis in meinem Urlaub? Das ist weg. Das ist im Urlaub. Ja. Ich bin ja froh, dass du mir die Tür aufgemacht hast und wusstest, dass ich komme. Übrigens hat dein Mitbewohner einen richtig guten Duft. Echt, ja? Ich bin gerade auf Toilette gegangen, die ganze Wohnung riecht nach Männerparfum, aber guten Männerparfum. Ich kenne das. Ich meine, es ist ja bald auch irgendwie, sage ich mal, in 2-3 Stunden zu Bett geht Zeit. Dieselt er sich zum Schlafen gehen ein? Fragen. Vielleicht ist er heute noch unterwegs. An einem Dienstag? An einem Dienstag. Ist er nicht früh raus? Das weiß keiner so genau. Aber lenk mal nicht ab. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du kein Futter für die Kulturtricks hier hast. Doch ein bisschen, aber ich habe es nicht fundiert recherchiert. Dann würde ich sagen, startest du doch auch mal direkt. Ich empfehle das neue Album von Olli Schulz. Oh, nicht dein Ernst. Das ist eine ganz traurige Nummer. Ja. Jetzt merke ich, wie unfundiert das ist. Ja. Ich habe heute eine Lautkritik gelesen. Die haben das total auseinandergenommen. Okay. Soll ich mal gucken? Sag mal weiter. Sag mal. Ich habe weiter nichts. Wie, du hast weiter nichts? Sag dir mal, warum du das so toll findest. Ich habe nur einen Song gehört. Und? Wie war der? Mal kurz gucken. Ich bin wirklich total unvorbereitet. Nee, ein paar Songs habe ich natürlich schon gehört. Dein WLAN ist hier voll lahm, ne? Ich habe Schocks nicht mehr. Olli Schulz, genau. Den Song finde ich ziemlich gut. Ali Ass ist auch mit auf dem Album dabei, mit dem hat er zusammen im Studio gesessen. Wer ist das denn? Du bist kein Fest- und Flauschig-Hörer, ne? Ali Ass ist ein Rapper. So, pass auf. Ich zitiere laut.de. Okay. Olli Schulz sehnte sich offenbar nach einem neuen Genre und ist in der gefühlsduseligen Liedermacher-Diskothek fündig geworden. Dazu darf gerne ein Herrengedeck gereicht werden. Nach eigener Aussage sollte die Platte wie ein Mixtape für die Autofahrt funktionieren. Klingt leider eher nach Geisterwahn. Gruselige musikalische Ausbrüche garantiert. Wo bitte ist der nächste Notausgang? Das ist fies. Ja. Er macht ja keine Promo für das Album. Also ich glaube, die einzige Promo, die tatsächlich stattfand, war halt über den Podcast Fest und Flauschig zusammen mit Jan, der immer sonntags erscheint. Er hatte einen Song aus dem Album beim Zirkus Janolli gespielt, als dann halt schon die Aufnahme nicht mehr lief für Spotify, sag ich mal. Okay. Und das war ein schöner Song, ich weiß auch noch nicht mehr, welcher es war. Die Songs, die ich gehört habe, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen, obwohl Singer-Songwriter wirklich nicht mein Ding ist. Aber wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal, dass ich halt finde, dass Olli Schulz ein großartiger Geschichtenerzähler ist. Ich finde den super sympathisch. Die Texte haben meiner Meinung nach immer irgendwie ein bisschen Tiefgang. Ich weiß nicht, also das ist meine Kultur, Trixi. Ja. Und du? Hast du mal wieder was? Das ist nicht aus den Büchern geworden, mal ganz kurz. Liest du nicht mehr? Nee, ich lese nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich hab damit aufgehört. Seitdem, ich schreibe momentan mehr, als dass ich lese, wie du weißt. Und es ist tatsächlich so, dass ich momentan nicht wirklich zum Lesen komme. Es ist so unfassbar traurig. Ich schaffe es gerade nicht, wirklich Bücher zu lesen. Meine Bücherwand zu Hause ist voll. Sie lächelt mich auch immer an. Ich lächle zurück. An der Stelle können wir mal auf deine neue Sparte. Büchersparte? Bieter 2 Version. Da hast du doch jetzt eine ganz schöne Serie gestartet, wo ich auch ein großer Fan von bin. Vielen Dank, Tommy. Stimmt, ja. Weil Steffi hat es nämlich früher immer gemacht, dass sie relativ lange Texte geschrieben hat, die auch sehr schön waren und auch sehr tiefgründig. Aber ich finde, durch ihre neue wöchentliche, wie sagt man, wöchentliche Reihe? Kolumne. ist es viel gebündelter und auch, finde ich, für mich einfacher zugänglich, weil es halt kürzer gefasst ist und man sich auch dann ein bisschen verliert. Vielen Dank, Tommy. Das sind sehr schöne Worte. Genau, ich habe eine neue Reihe auf beta2versionen.de gestartet und zwar
gebe ich am Ende jeder Woche immer eine kurze Zusammenfassung der Woche. Ich nenne das halt immer so Hashtag 1, also für die erste Woche 2. Und ich will jetzt versuchen, jede Woche einen kleinen Blogpost zu veröffentlichen, der so... Wie viele Wörter sind das? Hast du mal gezählt? Oder hast du eine Maßgabe dafür? Ich sage mal so irgendwie maximal 10 Zeilen. Also ich habe jetzt keine Wortangabe. Aber ich fasse halt jede Woche so kurz mit meinen eigenen Worten, vielleicht auch ein bisschen metaphorisch, auch ein bisschen eindeutig, zweideutig zusammen, was mir in dieser Woche durch den Kopf gegangen ist, was ich erlebt habe, was bei mir wirklich so gerade Phase ist. Positiv wie negativ. Und das versuche ich immer am Sonntag zu veröffentlichen, mal ein bisschen, manchmal auch ein bisschen später, wenn ich zum Beispiel in Leipzig bin. Das macht mir großen Spaß, weil ich schon unter der Woche in mein schwarzes Buch mal reinschreibe, wenn mir schöne Sachen begegnen. Und mich freut es halt, dass du das liest, weil es ist tatsächlich, dass viele, vielen Dank auch nochmal für das Feedback, viele mir schreiben so, hey, kurz und knapp zusammengefasst und das einfach so in schönen Worten erzählt. Ist viel besser als diese langen, düsteren, oft nicht verständlichen Texte, die ich halt so fabriziere. Vielen Dank, lieber Tommy? Oh Mann, ey, alles kaputt gemacht, ey. Nein, vielen Dank, Tommy. Das freut mich total, dass du jetzt auch meine Texte liest. Nee, das ist wirklich gerade was, weswegen ich auch keine Bücher lese, weil wirklich gerade viel Zeit auf meinem Blog aufgeht und ich da persönlich auch gerade so sehr viel mache und das auch ein bisschen voranbringen möchte. Und ich sehe es ja halt auch in den Statistiken, es greifen halt auch immer viele drauf zu und es lesen sich an. Ich habe Fans in Indien, in USA, in England. Also man sieht ja immer, von wo die Leser kommen. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen... Indien, das 17. Bundesland. Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, ich habe Freunde in den USA, deswegen weiß ich, wer das dort liest. Aber Irland, England, Indien wüsste ich jetzt nicht. Nee, das kann ich wirklich nicht. Letztens hat auch jemand aus Kambodscha zugegriffen, aber ich glaube, es war unsere liebe Kollegin Theresa, die gerade da war zum Urlaub. Und Vietnam und Thailand war auch dabei, aber da kenne ich auch ein paar Kandidaten, die zu dem Zeitpunkt da waren. Nee, das ist so etwas, was mich gerade so sehr beschäftigt, weswegen ich leider keine Bücher vorstelle, weil ich halt gerade selber viel schreibe. Tommy, was stellst du vor? Ich mache ein bisschen Wiederholung. Wir haben ja schon mal Jugno vorgestellt. Du warst auf dem Konzert, ne? Nein. Youngblood. Ach, Youngblood war das. Oh, stimmt. Das ist auch noch was passiert. Du warst auf Youngblood. Stimmt, ich war wieder auf dem Youngblood-Konzert. Und übrigens, was du da gezeigt hast in Insta-Stories, hat mir richtig gut gefallen. Der geht ja richtig voll ab auf der Bühne. Der ist richtig krass drauf. Man denkt ja auf Kokain, auf Speed, auf allem. Aber... nee, also wirklich richtig cooles Konzert, der wird richtig abgehen demnächst. Also für Konzerte auf jeden Fall Hammer-Tipp. Ich möchte aber nochmal zu Jugno. Die hast du schon mal vorgestellt. Ich weiß, aber die haben jetzt ihr erstes Album, oder doch, ich glaube, es ist ihr erstes Album, veröffentlicht. Ich kenne kein Weekend. Und ich folge denen ja schon eine ganze Weile. Und ist ein Traum. Ist ein absoluter Traum. Dieses Album ist von vorn bis hinten muss ich mir ein mal absoluter anhören. Knaller. Ist natürlich auf Deutsch und mein Lieblingslied Reda werde ich natürlich just in diesem Moment live dabei im Deutschland günstiger Playlist hinzufügen. Ich werde es mir auch mal anhören, weil du hast ja auch mir Tipps für Wilhelm empfohlen. Ja, da haben wir auch langsam verstanden, dass der Tommy guten Musikgeschmack hat, nicht? Das hatte ich aber schon mal gesagt. Ja. Das ist so, es ist aber bei Tipps für Wilhelm wurde es zum ersten Mal offiziell. Stimmt. Ja, ich meine, Grüße nochmal an Aneta. Aneta, ich liebe dich. Möchte ich hier an der Stelle nochmal sagen. Aber nicht nur wegen der inneren Werte, das wissen wir doch. Also ich persönlich nur wegen der inneren Werte. Also Jugno, sagst du? Jugno kommt auf unsere Spotify-Playlist, die inzwischen schon 250 Follower hat. Wenn ihr auch mal einen Musiktipp für uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an doppelpackgünstiger@gmail.com. Mit UE. Genau. Tommy, was oder wenn ihr eine Band seid, die gerne mal hier promoted werden will, Netto würde sich freuen. Oder ihr eine Supermarktkette habt. Oder einen sonstigen Sponsor. Ne? Eine Matratze zum Beispiel. Eine Matratze. Genau. Wir sponsern alles. Von vorne bis hinten. Und sorry, Netto, dass du heute nicht ganz so gut weggekommen bist. Aber wir wollen ja ehrlich sein. Netto ist super weggekommen. Naja, ja klar. Aber wir sind ja die wahren Influencer.
Peoples. Waren Influencer, verstehst du? Ja, ja. Die waren Influencer. Und wir sagen auch mal Sachen, die einfach anecken, die ein bisschen kontrovers sind, weil Tommy liebt die Kontroverse. Kontroversität. Kontroversität, genau. Tommy, was steht so außer Germany's Next Topmodel nicht gucken in den nächsten 2 Wochen bei dir an? Also in den nächsten 5 Tagen steht erstmal ausschlafen an. Am Freitag feiert ein sehr guter Freund seinen Geburtstag und am Samstag bin ich bei Ketka Again. Die sind nämlich in der Columbia-Halle und dort werde ich dann wieder ordentlich absteppen. Ich gehe raven am Wochenende. Freitag ist wieder mal... Gehst du auch zu Ketka? Nee, da geht man nicht raven. Nee, mit meinem besten Freund und weltbesten Autofahrer der Welt, Jensi, werde ich am... Ohne Führerschein, ganz wichtig zu betonen. Was ja so ein Spruch aus 2017 ist. Nee, wir gehen am Freitag wieder raven. Wir lassen uns mal wieder ein bisschen krachen. Wir wissen noch nicht, wohin wir gehen. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil er hat mir heute erzählt, ich muss ein Foto am Freitag von ihm machen, weil er hat eine Wette auf Arbeit gewonnen und all seine Mitarbeiter müssen sein Foto als Desktop-Hintergrund haben. Und deswegen... Oh. Genau. Oh, für, das ist ja... Für einen Monat lang oder so. Und wir machen Freitag auch, bevor wir sozusagen dann losgehen auf Party, machen wir noch so ein Fotoshooting. Und ich habe auch schon ein paar Ideen und... dass seine Mitarbeiter einen Desktop-Hintergrund mit seinem Foto haben müssen, finde ich eine geile Idee. Ich habe jetzt schon 1000 Ideen, was wir machen können. Inspiriert mich auch. Ja, Copycat. Ja, sagen da, wir mal so. Copy ich gerne. Genau. Wir hatten heute... Hast du denn noch mehr Sachen vor, außer das Raven gehen? Ich bekomme auch Besuch aus Leipzig. Ach. Wird meine Stadt, habe ich im Gefühl. Ja? Ja. Falls mich die Deutsche Bahn vielleicht mal sponsern möchte. Oh, wir gucken mal, was sich machen lässt. Vielleicht ist die Deutsche Bahn unser nächster Sponsor. Ja, wir sind gut. Noch in Verhandlung. Genau. Ganz wichtig. Ja, wir haben so... Ja, wir haben Kontakte. Kontakte, würde ich mal sagen. Und ich, ganz ehrlich, ich, liebe Deutsche Bahn, habe mir jetzt ein Probeabo der Bahncard 25 geholt. Wenn das nicht ist... Ein Grund ist, uns zu sponsern, wirklich, damit ich dann auch wirklich langfristiger Abonnent werde. Vielleicht könnte die Deutsche Bahn ja mal drüber nachdenken, uns zu sponsern. Dann würden wir auch mal aus Leipzig live berichten. Oder aus Amsterdam. Aus dem Zug. Aus dem Zug. Live aus dem Zug. Podcast aus dem Zug. Dann dürfen wir nicht im Ruheabteil sitzen. Nee, da kann sie aber voll vergessen. Ja, Happy Birthday, da werden sich einige freuen. Ne? Meine Bahncard läuft aus, möchte ich auch kurz an der Stelle sagen. Ich bin sehr zufrieden gewesen, ich war immer pünktlich. Und wenn die Deutsche Bahn möchte, dass Tommy weiterhin das Abo der Bahncard behält, wäre das doch wirklich mein Grund, uns zu sponsern. Ja, dann schaut doch mal. Oh Mann, wir sind auch wirklich so, wir verkaufen uns an allem. Wir sind billig. Wir sind billig, billig, billig. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer... Folge angekommen. Hast du noch ein Thema? Ich habe kein Thema. Ist kein Thema. Parship Tommy. Los, komm. Mach den Abschluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Stefanie auch. Jo. Wir hören uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal mit Thema. Anstelle genau. Von keinem Thema. Finde ich aber ganz gut. Wollten wir noch kurz Fazit ziehen, wie es lief? War gut, ne? Fand ich klasse. Solide 9,9 Millionen. War mal was anderes. Ja. Ne? Wir haben kein Themaaufhänger gehabt. Wir haben können natürlich auch jetzt wieder so einen Shitstorm bekommen. Oh, wir waren vorbereitet, unvorbereitet. Du. Ja. Ich spreche mal im gemeinsamen Wir, weil es ist ja immer noch im Doppelpack günstiger. Nee, oder wie würde Nora sagen? Im Zweierpack? Ja? Billiger? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nora, wenn du darauf eine Antwort hast, schick uns doch eine E-Mail an im Doppelpack viel günstiger @gmail.com. Mit UE. In diesem Sinne, liebe Podcast-Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nächstes Mal haben wir ein Thema und wir können jetzt schon verraten, es wird heiß, es wird gefährlich, es wird brandaktuell. Wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße aus dem Friedrichshain, von der Warschauer Straße. Tommy, wir machen gießen uns noch jetzt ein. Ach so, oh. Falscher Abschluss nochmal. Ja, okay. Also. Wie es begonnen hat, so soll es auch enden. Ciao. Macht's gut. Tschüss.